Hallo und herzlich willkommen zurück zu Android. Diesmal wird es wahrscheinlich ein relativ kurzes Video werden. Im letzten haben wir ja gemacht, dass wir hier die Location auslesen können und die wird uns jetzt angezeigt hier unten in diesen Textfeldern, die ihr gerade nicht sehen könnt, weil sie unsichtbar sind. Aber hier ist eins und hier ist eins. Ja, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe diesem Relative Layout erstmal eine ID gegeben und ja, ich möchte jetzt, dass zum Beispiel meine Oma, wenn sie von der Treppe fällt oder sowas, einfach nur diese App starten muss und auf diesen roten Button drücken und dann schickt sie zum Beispiel mir gerade eine SMS und ich komme dann angebraust mit dem Auto oder was auch immer oder kann ihr direkt einen Krankenwagen rufen, je nachdem. Kann für viele verschiedene Fälle nützlich sein. Und ja, dazu packe ich jetzt erstmal hier oben noch eine Public Final String. Ich werde diese App vermutlich nicht in App Store stellen, früher oder später vielleicht schon. Aber wenn ihr das auch brauchen könnt, dann kopiert euch doch einfach mal hier die ganzen Sachen und tragt dann hier oben in der Number eure Telefonnummer ein. Wenn ihr hier mehrere macht, dann loopt einfach durch das Array oder was auch immer ihr hier benutzt, einfach mal durch und ja, hier muss halt die Telefonnummer rein, also wirklich als Zahl oder Ziffer, zum Beispiel 0, 1, 7, was weiß ich, wie es dann weitergeht, 7, 4 und dann 98, 7, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 als Telefonnummer. Ich glaube, das ist nicht gültig. So, und was wir jetzt hier unten machen, achso, ich möchte noch machen, dass es eben darstellt, ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn GPS aus ist und Netz auch und so weiter und so fort, dann packen wir hier einfach das Ganze in ein, achso, in ein Relative Layout, das ist es ja schon, wir packen es nicht rein, wir suchen uns das Relative Layout, ich habe gesagt, ich habe es Rel genannt und setzen den Hintergrund auf Rot, denn das kann eure Oma, glaube ich, auch gut identifizieren, dass dann was schiefgelaufen ist und ja, einfach GPS konstant aktiviert halten, am besten bei der Großmutter. Hier unten machen wir das Ganze dann einfach grün. So, und jetzt habe ich euch noch ein kleines Feature, und zwar SMS verschicken geht ganz einfach. Deswegen wird das Video auch wahrscheinlich nicht lange. SMS-Manager einfach aufrufen, dann Manager und SMS-Manager.getDefault liefert euch einfach den ganz normalen SMS-Manager. So, und jetzt können wir über diesen SMS-Manager eine SMS verschicken, indem wir einfach sagen Manager.sendTextMessage. Ihr könnt auch eine Data-Message machen, aber das wäre dann ein bisschen blöd. So, als erster Parameter, upsala, packen wir die Number rein. Ja, das ist dann natürlich der Zielort sozusagen. Das zweite ist Null. In den anderen könnten wir jetzt theoretisch noch abrufen, ob da Erfolg dabei war oder nicht. Ja, aber das brauchen wir jetzt alles nicht. Wir wollen ja bloß hier, wir wollen ja nichts machen, wenn es nicht funktioniert hat. Es kann nur funktionieren und wenn es nicht funktioniert, haben wir echt ein Problem. So, und jetzt müssen wir noch diesen String SMS formatieren und den wollte ich euch so als kleines Zuckerstückchen geben. Wir schreiben erstmal, ich habe das hier mal kopiert. So, Moment. Okay. Wir schreiben erstmal, ich bin anstelle Latitude, Longitude und dann schreiben wir hier hinten Folgendes. Wir sagen hier erstmal, wenn ich es kopiert kriege, ich hätte es auch gleich ganz kopieren können. Wir sagen hier erstmal Leerzeichen und dann sagen wir hier, wir gehen Google Maps, nicht .au, sondern schickt nochmal .com, so. Und jetzt hast du es hier schon als formatierten String eingefügt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Es sollte ja so kommen, wie ich das hier habe. So. Hätte ich das gerne, genau. Okay, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, das ist eine Google Maps Adresse. Die nimmt hier die Latitude und die Longitude, setzt dazwischen einfach ein Komma und setzt hier den Zoom auf 15-fach, also relativ genau. Ihr könnt dann relativ genau orten, wo sie ist. Keine Ahnung, wenn es irgendwie bei einem Spaziergang oder sowas ihr schlecht geworden ist und ihr müsst sie abholen, dann wisst ihr jetzt ziemlich genau, wo sie sich befindet und könnt dann einfach die Straße entlang fahren und schon habt ihr sie gefunden. Ja, und diese SMS wird einfach gesendet an eure Nummer, die ihr hier oben eingetragen habt und schon seid ihr fertig. So, und zu guter Letzt müssen wir hier noch ins Manifest zurückwechseln
Und hier noch eine kleine Permission eintragen, nämlich dass wir SMS senden dürfen. Das darf nämlich nicht jede App. Hier haben wir es schon: Android.permission.sendSMS und hier das gewohnte Backslash, ja, spitze Klammer zu und fertig sind wir schon. Cool. Ja. Ja, das ist so eine kleine Notfall-App, die eigentlich nicht viel kann, aber das ist relativ cool eigentlich. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir sind an der Stelle auch schon fertig und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt jetzt eure Oma immer retten, wenn ihr sie braucht. Ja, alles klar, dann bis zum nächsten Mal und